Glückwunsch. Ein Punkt, Auswärtsspiel gegen Schalke 2, selbst erfolgreich. Bist ja wieder an die Leistungsgrenze gegangen. Zum Schluss ausgewechselt worden. Ich glaube, ein bisschen verletzungsbedingt oder was? Nee, am Ende hat es ein bisschen gedrückt hier und da, muskulär. Aber ich bin bis zu meinem Limit gelaufen, würde ich mal sagen. Und wenn der Trainer dann entscheidet, dass ich am Ende noch raus muss, damit frische Kräfte reinkommen, dann nehme ich das natürlich an. Ja, ein super Spiel gezeigt. Die erste Halbzeit, so ein bisschen, habt ihr vielleicht ein bisschen liegen lassen? Ja, wir hatten ein paar Chancen, glaube ich, da hätten wir noch ein paar Tore nachlegen können. Das ist dann zu unserem Pech, dass wir die dann nicht reinmachen. Dann die gelb-rote Karte, dann machen wir ein Tor führen und wir hätten vielleicht den Sieg mit nach Hause nehmen können. So kassieren wir dann ja, super frech, das was wir immer da machen. Der passiert dann halt einmal so und dann gegen uns. Kann man nichts ändern. 2-2 nehmen wir mit. Punkt. Die gelb-rote, hat das euer Spiel so ein bisschen, sag ich mal, zerstört? Was heißt zerstört? Natürlich, du spielst mit einmal weniger, du musst mehr Meter machen, du musst für einmal mehr laufen. Ist nicht das Optimalste, aber ich würde mal sagen, wir haben es eigentlich relativ gut gemacht, weil in Unterzahl ein Tor zu schießen ist jetzt nicht tagtäglich so. Und ja, wie gesagt, dass wir am Ende das Tor kassieren, ist dann irgendwo so ein kleiner Bruch, aber wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Schalke ist aber zur zweiten Halbzeit wie eine Rakete rausgekommen aus der Kabine, ne? Ja, wie gesagt, also dass sie wahrscheinlich ein bisschen eine Ansage bekommen haben oder sowas, kann möglich sein, dass sie dann da rauskommen und motiviert sind. Wir waren dann später ein bisschen motivierter, würde ich mal sagen, aber 2-2 am Ende. Zwei Spiele, 4 Punkte. Wie zufrieden bist du? Ich würde mal sagen, es ist ein guter Anfang auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben die 2 Spiele relativ gut gespielt. Hätten wir jetzt noch einen Sieg geholt, wären es 6 Punkte gewesen. Dann wären wir natürlich alle mit einem Lächeln nach Hause gegangen. Und so ist es ein bisschen gedämpftes Lächeln, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Die Saison ist noch lang. Wir können noch viele Punkte holen und das denke mal werden wir auch. Du hattest ja auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, die Möglichkeit, das zweite Tor nachzulegen, ne? Ja, genau. Da wurde der Ball, glaube ich, abgefälscht. Hat der Torwart den noch unten rechts gehalten. Ja, das sind dann so Aktionen, wenn man die noch reinmacht, vielleicht geht das Spiel dann anders aus, aber das Spiel geht 90 Minuten, da haben wir noch mehrere Chancen gehabt, aber naja. Ja, der Kader ist jetzt komplett, ne? Ist so ein bisschen Konkurrenzkampf, kommt jetzt Gott sei Dank auf, ne? Gehört dazu, wir haben eine gute Mannschaft, wir sind alle gut miteinander, wir sind alles eine Familie, würde ich mal sagen, und ich würde mal sagen, das passt auch so, das ist gut. Ja, aus dem Süden zum Westen zu kommen, ne? Du fühlst dich wohl hier, ne? Ich bin hier aufgewachsen, wie gesagt, ich komme ja hier aus Bonn. Wie gesagt, ich bin komplett hier aufgewachsen, 18 Jahre, habe hier immer gespielt. Das ist meine Heimat einfach. Vielen Dank. Ja.